Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. So, wir haben im letzten Part doch ziemlich viele Seeschlachten hinter uns gebracht. Und ja, was machen wir nun? Ich möchte eigentlich schon langsam alles abpacken, was jetzt so mich so an, ja, an das Beenden des Spiels hindert. Und jetzt bin ich erst einmal am gucken, was gibt es denn eigentlich alles so Interessantes zu machen. Ich würde ja auch diese ganzen Siedlungsquests endlich mal abschließen. Wir haben eine Siedlungsmission. Am besten ist die Mama geil. Ich bin jetzt der Meinung, dass wir nicht gleich auf Anhieb zwei Parts hintereinander. Das ist so Schlachtschiffengeschichte machen. Vor allem, weil der letzte Part ja doch ein bisschen länger geworden ist. Na? Kommt da so ein Pferd aus dem Nichts herangerauscht. Nehmen wir geil mit. Das ist ja natürlich, das ist ja wie bei Lucky Luke, der muss einfach nur pfeifen und schon steht das Pferd stramm. Ein gutes Pferd muss ein deutsches Pferd sein. So, ja, um jetzt... diese kleinen Hacks, die machen wir. Ja, und ich möchte das jetzt schon langsam mal abhaken, mal so die ganzen wichtigen, interessanten Sachen, die man eigentlich so auf der Nebenstrecke so findet, auch mal gemacht zu haben. Das gehört einfach zum Spiel, finde ich. Das muss dazu sein, weil, sagen wir so, Assassin's Creed, das war Hauptstory und haufenweise Nebengequeste. Das ist Assassin's Creed. Und das würde ich sagen, wenn wir das jetzt hier vernachlässigen würden, oh, das wäre schon scheiße. Nochmal, wir rutschen das Ganze nochmal wieder. So, jetzt halt. Ich bin im Laden nicht hinterher, Kima. Na, ich glaube, der mag das Reiten allgemein irgendwie nicht. Finde ich komisch. Schade, kein Skyrim-Pferd. Oh doch, Skyrim-Pferd. Man kann über Steine laufen. Biber. Was war denn das jetzt, Connor? Das war ja ärmlich. Du hast einen Biber nicht getroffen. Na? So. Biber sind durchaus wertvoll. Und das ist halt das Schöne daran, dass man Biber... Ja, dass man denen nicht nachlaufen muss. Aber ich glaube, mit dem Pfeil war das beschädigtes Fell, kann das sein? Beschädigtes Fell, Biberfell, jo. Unser Pferdl. Weil normalerweise jage ich hier mit der versteckten Klinge, aber ich war jetzt zu faul. Das Pferdl steht noch da, wo wir es verlassen haben. Ist auch ein gutes Pferd. Aufsetzen. Ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich bin ja noch von Infinite ein wenig, ja, wie soll man sagen, verpestet. Okay, wir nehmen die Brücke und nicht den Assassinenweg. Na, was willst du jetzt? So, jetzt hat. Wir nehmen jetzt den ganz normalen Weg. Den Assassinenweg ist ja uns leider verwehrt. Das Pferd kann es nicht. Wir müssten eigentlich mal Pferde trainieren. Wir müssten mal Pferde trainieren, auf so einem kleinen Kreuz von der Kirche stehen zu können. Das müsste man machen. Die kriegen dann auch so einen schönen Rock und den ganzen anderen Mist herum, eine versteckte Klinge etc. Das brauchen Pferde. Ja. Stehe ich all? Ja, ich sprich. Den Dieb daran hindern, das Haus einzudringen. Achso. Ja. Ich kümmere mich drum. Gut. Stopp! Ja, stopp. Das ist das Geilste, Connor. Du bist echt so... elegant manchmal. Den Dieb stoppen. Töten oder stoppen? Das ist nach wie vor die Frage. Nehmen wir den Assassinenweg. So, wir können jetzt. So, den. Wo hat der so springen gelernt? Der muss Assassine sein. Irgendwie aus einer ganz weit entfernten Familie. Vielleicht aus Russland. Das ist ja der. Und über den Weg gelaufen. Und noch einmal, weil es so schön war. Der ist von Subjekt 16 oder so, glaube ich. Das war... Ziel eliminieren. Okay, eliminieren. So. Und nochmal, weil es so schön war. Herholen. Wir haben die geangelt. Passt. Von Subjekt 16. Das war ja, glaube ich, russische Koffer. Ich finde diese Haken ja extrem elegant. Was passiert, Connor? Habt ihr gesehen, was der... Hab gesehen, dass du einen Mann verfolgst. Er wollte euer Haus ausrauben. Ich habe ihn verjagt. Was? Die Frauen sind alle wohl auf?
Du hättest da sein sollen. Was? Du hättest zu Hause sein sollen. Ich brauchte dich nicht. Seit wann kommt ein dürres Hemd wie du alleine draußen im Busch zurecht? Wenn der Jenner was fehlt, dann schwöre ich, wirst du da. Männer, die besorgt sind um ihre Frauen. Wow. Das war eine relativ leichte Mission. Ich habe ja schon feststellen müssen, dass der Haken nicht immer funktioniert. Ich nenne es jetzt einfach mal Haken. Es sind natürlich Luftpfeile, aber für mich ist es der Haken. Und jetzt nicht komplett erlesen. Diebstahl in der Nachbarschaft. Schön. Das ist Hexe. Was wollt ihr denn? So. Das wäre jetzt erledigt. Wir haben eine Dieb geschnappt. Eine Dieb. Okay, was begrüßt uns noch so auf der Karte? Eine Siedlungsmission, noch eine. Was? Die nehmen wir. Ach, wie war das nochmal mit dem Leute angucken? Ich glaube, T gedrückt halt oder sowas, ne? Was war das? Das kannte ich ja noch gar nicht. Attentat? Hey, geil, ihr seht mich hier gerade das komplett Neueste entdecken. Okay. Okay. Aufträge? Vielen Attentat. Fertigkeiten. Vor allem, ich muss hier die ganze Zeit T gedrückt halten. Das ist ein bisschen schwierig dann zu navigieren. Kann man das überhaupt navigieren? Nö. Aufträge nicht beendet. Fertig. Hä? Ist ein bisschen komisch organisiert, das war im letzten Teil angenehmer. Du hast deine Liste mit Leuten und, boah, konntest du relativ gut über, gut und übersichtlich bearbeiten. Hier ist alles tutti completti paletti. Im wahrsten Sinne des Wortes paletti. Gut, jetzt dackeln wir mal zur nächsten Mission. Wir wollen ja sich um, wir wollen ja um unsere Siedler kümmern. Es wäre ja doof, wenn wir sie angeworben hätten und dann, ja, sagen sie, ja, nö, folgt mir hier nicht, ich gehe wieder. Oh, diese Mini-Lags da, den. Was denn ab und zu hat der das? Ab, an manchen Tagen frisst er das nicht so geil. Wo rennst denn du hier? Ja, das bin ich. Zum Glück bist du hier. Ja, bin ich. Was willst du? Was willst du, mein Freund? Prudence wird vermisst. Sie wollte ein paar Besorgungen machen und kehrte nicht zurück. Ich bin besorgt. Was ist nur passiert? Ich finde sie. Der Hund könnte sie aufspüren. Er hat eine gute Nase. Hierher, Junge! Eine Hundemission. Sie ist fast jeden Abend raus, um Nachtkerzen zu pflücken. Sie ist einfach ganz versessen auf ihr Öl. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe gar keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Zeug überhaupt will. Ganz versessen auf ihr Öl. Junge, du hast es offensichtlich nicht ganz gerafft. Okay, sie will Öl pflücken und ist dabei, entschwunden. Und wir sollen natürlich suchen. Natürlich machen wir Fährtensuche. No, sind das Nachtkerzen oder was? Hier hat sie gepflückt. Die kann nicht weit sein. Jop. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Interessanterweise sollte der Hund sie suchen, aber was, wo, wer steckt die Nase natürlich in die Erde? Wir. War klar. Hey, kann das sein, dass er uns Hund nennt? Moment, so, hier war's, da. Aus irgendeinem Grund finde ich auch noch ganz selten Hinweise in der Wildnis. Irgendwie komisch. Das klingt schon nicht gut. Hört man das im Hintergrund eigentlich? Nee, nicht mehr. Hier müsste noch irgendwo was sein, aber... Was? Nope. Nix. Aber hier müsste irgendwo in der Nähe was sein, sonst würde er mir es ja nicht anzeigen, ne? Hier. Eine Tasche. Ein Bär. War ja klar. Hierher. Wow.
Der macht gut Schaden, ey. Und der Taste. Die linke Maus. Was? Da wir einmal nicht aufpasst. Einmal nicht aufpasst, schon hat die Bären aufgebunden. Danke vielmals, Connor. Vielen Dank. Ich mag gar nicht daran denken, was ohne deine Hilfe passiert wäre. Warum trägt er sie? Kann die nicht laufen? Warum sammelst du Nachtkerzen? Oh, das hätte ich gerne wissen. Naja, Warren und ich probieren schon sehr lange, ein Kind zu bekommen. Wusste ich doch. Ich habe gelesen, dass Nachtkerzen gut für die Fruchtbarkeit sind. Wo bist du? Entschuldige, das ist kein gutes Gesprächsthema unter diesen Umständen. Ich verstehe. Ich werde kein Wort darüber verlieren. Das war eigentlich sehr einfach vorauszuahnen. Prudence, bist du wohl auf, Liebling? Moin. Bisschen Botanik kann ich ja. Dank, Connor. Eine Handvoll. Ich danke dir, Connor. Wieder mal. And again, my fault. So. So, wir haben den Bauern geholfen. Das haben wir abgehakt. So. Die nächste Siedlungsquest wartet auf uns. So, da. In 250 Metern müssen wir hin. 200 Meter müssen wir wandern. 200 Meter, welch ein Durst. Ja, sagen wir so, wenn ich Connor wäre... Mittlerweile jetzt habe ich es auch schon, ne? Wenn ich Connor wäre, wäre ich auch durstig, wenn ich den ganzen Tag und die ganze Nacht durchrennen muss und nicht einmal zum Pipi machen hinterm Baum gehen könnte. Weil man hat ja immer ein ganzes Kamerateam hinten dran. Kamerateam, Mikrofon, alles. Das muss ja alles in Connor hinterherlaufen. Vor allem die Jungs, die müssen schleppen. Das ist ja bloß der Schauspieler davon. Vor allem, das muss ja, der ganze Kamerateam muss ja immer so sein, dass das Spiel es nicht sieht. Das wäre lustig, wenn das tatsächlich so wäre. Hey, Leute, weiter nach rechts, du stehst im Bild. Oh, er hat's noch nicht gesehen, Schwein gehabt. So dann. Wohl an denn, da ist der Nächste, der was von uns will. Master Connor. Jo. Red und Goffi streiten sich. Ihr müsst sie stoppen. Dann wollen wir mal eine Mission starten. Den Kind folgen. Okay. Wir folgen den kleinen Narr. Oh Mann, ich darf gar nicht laufen, sonst... Mann. Kann Connor nicht irgendwie schneller gehen? Ja, Leertaste irgendwie. Oh, das ist ja nur unwesentlich schneller. Das war ja im letzten Teil ein richtiger... Ups. Ich glaube, die streiten ein bisschen mehrer. Hey, Mann, willst du schneller? Was zum? Alter, ich... Sie fix, ich kann ihn auf zwei auch... Ah? Was zum? Multitasking unfähig. Sie fix. Multitasking unfähig, ich absolut. Dich zu Boden, du Lump. Ich werde dich windelweichprügeln. Ah, der Feigtasten. Hier werde ich's. Ich kann. Ich verstehe das irgendwie nicht. Sie fix auseinander. Ich werde dich windelweichprügeln. DS. Rüber, hoch, rüber. Hoch, rüber. Hoch, dir rüber. Muss man mal Verstand einprügeln. Runter, rüber. Sie fix. Ich raff das nicht. Boah, 5 an. Leute, sich raftet nicht. A, B, D, S. Dir werde ich's zeigen. Rüber hoch. Alter, ich verstehe es absolut nicht. Ich raff's nicht. Ehrlich nicht. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Mach nicht. Ich probiere jetzt einfach mal ganz wild drumherum. Ich habe keine Ahnung, ob das hilft. Nein. Ich schlag dich zu Boden, der Balken du muss irgendwie. Ja.
Die fünf, ich glaub, müssen die Balken da in den Kästen bleiben? Ich schlag dich zu Boden, du Lump! Ja, ja, Lump, Jung. Lumpi. Zerfix. Alter, ich kann da gar nicht aufpassen. Ich hab, muss hier gar nicht schielen, hä? Alter, ist das anstrengend. Höher? Nein, du musst... Ich mach dich platt! Zerfix. Leute, ich kann da nicht aufpassen, Alter. Okay, ich halte jetzt mal mit Bappen. Vielleicht hilft das mehr. Ich mach dich platt! Zerfix. Und natürlich schottische Musik im Hintergrund. So ist richtig. Okay, jedes Mal, wenn der in der Mitte ist, kriegt er eine auf die Watschen. Gut, ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, aber... Okay, die Richtung, die Richtung, die Richtung. Ich werde dich windelweich prügeln. Ich raff's nicht. Absolut nicht. Was habt ihr da komisch für ein Quicktime-Event einbastelt, was keine Sau rafft? Dir werde ich's zeigen. Ja, ja, zeigt's euch nur eure Oma. Ich werde dich windelweich prügeln. Ich mach dich platt. Leute, nächster Part. Ich probiere jetzt hier ein bisschen rum. Für die Gott.